Hallo und herzlich willkommen hier erneut zurück zum nächsten Part. Ich habe mir überlegt, da das die letzte Mission ist, bin ich nochmal ein bisschen rumgeschlendert und habe mir die Fähigkeiten angeguckt. Ich habe mir jetzt ein bisschen umgebaut. Ich gehe davon aus, dass wir wieder viel zu kämpfen haben. Und ich belasse hier den Orbital Assimilator, Solarlanze, nehme aber den Zeitraffer raus und gehe mal auf Wächterhülle. Weil einfach die Kreaturen damit nochmal unverwundbar werden. Und das finde ich nice. So, probieren wir. Ah, ne. Kriegsrat habe ich noch was geändert. Und zwar bin auch die Einheiten nochmal durchgegangen mit ihren zusätzlichen Fähigkeiten. Ich habe. Die Protektoren habe ich zu Induktoren umfunktioniert. Ich denke, Zeitkompensator ist gar nicht mal so schlecht. Und mobile Pylonen. Station ist auch nicht schlecht. Hier, das habe ich mal zu den Korsaren geändert. Wegen Massenschaden. Das habe ich beibehalten. Dann habe ich hier noch bei den Kolossen diese in Zornbringer abgeändert. Aufgrund der Tatsache, dass die schweren Schaden Luft- und Bodeneinheiten entgegenschießen. Und da wir es ja jetzt mit Zerg und der Goldenen Armada zu tun bekommen, werden es wahrscheinlich auch sehr viele Luftschiffe sein. Und ich glaube, der macht dann heftigen Schaden dran. Genauso wie das Mutterschiff, das behalten wir bei. Das ist ja absolut awesome. Ebenfalls hier die Angriffsschiffe. Dann habe ich, glaube ich, einfach nichts geändert sonst. Okay. Dann auf zur Brücke und zur Mission. Also. Feindliche Streitkräfte nähern sich. Schlüsselstein wird aufgeladen. Wir müssen verteidigen. Let's do it. Hört mich an, meine Brüder. Uns bleibt nicht viel Zeit. Alles, was von unserer Zivilisation verbleibt, sind die Krieger an eurer Seite und jene in Amons Gewalt, unten auf dem Planeten. Einst waren wir die Bewahrer einer Galaxie voller Hoffnung. Hochmut und Zwist ließen uns diese heilige Aufgabe vergessen und brachten uns Ruin. Die Kala, die uns Einheit geben sollte, begünstigte diesen Unfrieden. Was sie versprach, war eine Lüge. Heute müssen wir diese Lüge beenden und gleichzeitig unsere Vorurteile und Anmaßung hinter uns lassen. Denn wir kämpfen in dem Glauben, dass unsere Spezies noch nicht vor dem Ende steht. Dass wir Protoss vereint stehen im Glauben an unsere Einigkeit und dass wir Protoss eine mächtige, neue Zivilisation gründen werden. Steht zusammen im Kampf, der uns erwartet. Kämpft vereint. Lasst uns eine Schlacht schlagen, an die sich spätere Generationen in Ewigkeit erinnern werden. Bin ich dabei. Die mächtigste Armee ist eine Mischung aus verschiedenen Einheiten, die gegenseitig ihre Schwächen kompensieren. Hört, hört. Der Schlüsselstein ist in Position, Irach. Es wird einige Zeit dauern, bis er seine volle Kraft erreicht hat. Die Nerazim stehen bereit, Atarnis. Wir werden den nördlichen Tempelzugang halten. Die Richter und ich werden den südlichen Zugang verteidigen. Die Hauptfront gehört mir. Jetzt wird Amon meinen Zorn spüren. Meine Truppen werden den Schlüsselstein und unsere Stellung verteidigen. Wir werden eure Krieger verstärken, so gut wir es können. Irach, wir sind von den Zerg umzingelt. Aber wo ist die Goldene Armada? Durch das Zerstören der Psi-Matrix konnten wir sie kurz aufhalten, aber... Amon wird sich uns mit der gesamten Macht der großen Flotte entgegenstellen. Daran besteht kein Zweifel. Aber wir werden nicht aufgeben. Wir sind die Dailan, vereint und stärker als je zuvor. Entaro Adun! Entaro Tassadar! Entaro Zeratul! Dann lasst uns mal beginnen. Ich werde versuchen, mal nur auf Zerstörer zu gehen. Atarnis, eure Exekutoren werden die Tempelzugänge nicht ewig verteidigen können.
Haltet euch bereit, sie zu unterstützen. Na, mal zu Beginn brauchen wir natürlich erstmal eine starke Echo. Direkt expandieren. Ach, Mädels. Das da unten werdet ihr, glaube ich, nicht überleben. Das ist wenig. Ich werde dem Gegner alles vor die Flinte werfen, was ich habe. Der Feind nähert sich. Nerazim, haltet eure Warpklingen bereit. Wir werden nicht nachgeben. Und die wird jetzt jeder Eingang einmal angegriffen. Und ist da oben der jetzt komplett mich verarschen. Zwei Dinger übernommen und kriegt die drei dann nicht mehr kaputt. Tatsächlich. Tja, schon ist noch drauf gegangen. Shame on you, Buddy. Haben wir uns von allen Seiten unter Druck setzen. Zeige dich Gefallener und stell dich Alarak im Hochloch der Taldarin. Oh, schick. Let's drop some Phoenix Action. Norton ist dann wahrscheinlich erstmal sicher. Ich orte Zerg, die sich dem südlichen Zugang nähern. Amon sucht unsere Verteidigung nach Schwachstellen ab. Wir dürfen ihm keine zeigen. Straßenkleid-Armee brauchen wir jede Menge mehr. Guck mal da, da will er schon wieder angreifen. Das mache ich mit solchen Figuren wie dir. So. Schön gucken, dass wir hier Upgrades fertig kriegen. Amon greift den Schlüsselstein mit den mächtigsten Schiffen der Armada an. So sehr es mich schmerzt, wir haben keine andere Wahl, als sie zu zerstören. Na, dann machen wir das auch. Aber das hier waren Kolossen. Schiffe, da sind die Schiffe. Sehr gut. Du behauptest, du würdest dein Volk retten. Doch sieh dich an. Du schlachtest es ab. Dich erwartet nichts als Leid. So.
goldene Armada greift den Speer des Adun an. Ich werde euch unterstützen, wie ich nur kann, aber wir tragen schwere Schäden davon. In dieses Schiff habt ihr eure Hoffnung gesetzt. Euer Vertrauen wird enttäuscht werden. Da bin ich mal gespannt, ob das Vertrauen so enttäuscht wird. Der Gegner sendet unzählige Truppen den zentralen Weg hinauf. Die Tandarim werden Verstärkung brauchen. Kurz leider verstehen. Warum gibt die doppelte Punk-Action ab? So, und dann hier runter. Fuck, das haben wir nicht mitbekommen. Phoenix Drop. Ihr seid schwach. Machtlos. Gebt auf. Die Speer des Adun hat einen direkten Treffer erlitten. Die Fabrikationsmatrix reagiert nicht. Ihr könnt keine Klonen mehr anfordern. Was ist euer Beginn? Ja. Er macht mir schon ganz schön die Hölle heiß. Hergestellt, super. Naja, lieber zu viel als zu wenig. Hat leider jetzt unten keinerlei Abwehr mehr. Eine weitere Welle von Gegnern wird uns bald attackieren. Bleibt standhaft. Wir werden sie zurückschlagen. Goldene Armada schickt mal wieder was. Ihr seid auf mich an, ich bin hier in den Schatten. Upgrade durchgeführt. Sofort zu Hilfe! Wo es einst Rettung gab,
wenn ihr jetzt alle von der läuternden Flamme verzehrt. Die Matrix des Schlüsselsteins ist zur Hälfte aufgeladen. Wir müssen weiterkämpfen. Upgrade durchgeführt. Ich registriere mehrere nahende Gegnergruppen. Sie greifen zwei Zugänge gleichzeitig an. Eine weit größere Flotte der Goldenen Armada, die auf den Schlüsselstein zuhält. Wartet euch. Jo, mach mal. So, gut gewappnet. Phoenix Drop. Komm. Ich werde dieses Universum neu erschaffen, wie es hätte sein sollen. Perfekt. Defensivraster ist ausgefallen. Phoenix kann nicht mehr auf die Oberfläche entsandt werden. Ja, das ist schlecht.
Unsere Feinde setzen uns an allen drei Zugängen zu. Gebt nicht nach! Ganz wie ihr. Haben wir nicht wirklich vor. Mal schauen, wie lange das hier aufrecht hält. Die goldene Armada. Ein leuchtendes Symbol der Arroganz. Euer Hochmut wird euer Fall sein. Defense. Jetzt auf jeden Fall genügend Portale, um direkt Truppen wieder hier zu jagen. Das Ganze nur noch halten. Entzieht euch ihnen so lange wie möglich. Ihr Blut klebt an deinen Händen, Artanis. Falscher Retter. Dein Trotz bedeutet ihren Tod. Hierarch, ich orte eine riesige Ansammlung von Protoss-Signaturen. Amon hat allen besessenen Templern befohlen, den Schlüsselstein anzugreifen. Wir werden standhalten, Karax. Wir müssen. Ja, das ist wirklich.
Maximum. Der Sieg ist nah. Verliert die Hoffnung nicht. Komm schon, das schaffen wir. Der nördliche Zugang ist gefallen. Wir müssen die Stellung der Nerazim unverzüglich verstärken. Unsere Verteidigung ist zerschlagen und unser Nexus wird angegriffen. Wo bleibt die Unterstützung, die ihr uns verspracht, Hierarch? Ich beabsichtige nicht, für eure Ziele zu sterben, Artanis. Wenn ihr mich nicht schützen könnt, werde ich euch nicht unterstützen. Komm schon, komm schon, schon, komm, 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 komm. Komm, 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 99! Ja! Die Energiematrix ist aufgeladen. Der Schlüsselstein ist bereit, Hierarch. Krieger, zieht euch zum Schlüsselstein zurück. Lasst sie kommen. Wow. Der Gefallene wurde in die Leere zurückgeschickt. Vorerst sind wir frei. Und all das dank euch. Ich werde den großen Traum unserer vereinigten Spezies verwirklichen. Wir werden die Überlebenden versammeln, unsere Städte neu errichten. Was uns einst trennte, soll fallen und einer neuen Gesellschaft weichen. Gemeinsam werden wir unsere Bestimmung zwischen den Sternen formen. Alles klar. Zu den Mitwirkenden. Legacy of the Void ist hiermit offiziell beendet. Aber
wie ich schon erwähnte im letzten Part, es geht noch ein bisschen weiter. Wie kann das sein? Hirach, wir empfangen eine nicht autorisierte Übertragung. Sie stammt aus... Ulna. Es ist Kerrigan.